Ja, hallo. Ja, so sieht das hier aus. Ne? Das Wasser ist schön warm. Der Strand ist ein bisschen voll. Wir sind aber heute auch nur nach Playa del Inglés rüber, weil wir noch ein bisschen gejetlaggt sind vom Flug gestern, ist ja klar. Ist ja auch anstrengend. Und ja, also weißt du Bescheid. Ich wollte nur eben, damit du weißt, hier, wie es bei uns aussieht. Schöne Grüße nach Deutschland. Als wir gestern losgeflogen sind, hat es da in Strömen geregnet und hier ist es jetzt alles wunderbar. Bis dann, ciao. Soll ich helfen?
Wir sind jetzt seit, keine Ahnung, seit letzten Samstag hier, genau. Und nee, Freitag sind wir hier hergekommen. Ja, genau. Und ich gehe jetzt gerade zur Sita auf dem Bier trinken noch. Petra geht es heute nicht so gut. Wir hatten eine kleine Wanderung und das war schön. Ja, und wir fliegen nächste Woche Mittwoch. Also wir bleiben jetzt noch genau eine Woche hier und fliegen dann nächste Woche Mittwoch. Ja, und so sieht das jetzt hier gerade aus. Wie gesagt, ich gehe gleich noch eben in die Sita rein, will noch gucken, weil wir morgen, wollte ich gucken, ob in der Sita morgen Tanzveranstaltungen sind. Genau, ja. Liebe Grüße von Gran Canaria. Hier schon ziemlich freizügig kann man hier rumlaufen. Wir haben hier den ganzen Tag über 28 bis 31 Grad und jetzt ist es immer noch 24, habe ich gerade gesehen, können auch noch 26 Grad sein. Bis denn, ciao.
Hallo Leute, mein Name ist Andreas und ihr kennt mich, weil ich im Urlaub auf Gran Canaria bin. Ich wollte mich kurz mal melden und Urlaubsgrüße von Gran Canaria ablassen. Heute ist es leider nicht ganz so schön. Es ist etwas bewölkt und etwas windig, weswegen ich lieber am Pool geblieben bin. Es sind nur 24 Grad heute und am Strand würde es wahrscheinlich eher nicht so schön sein. Deswegen mal kurz vom Pool ein paar Pics. Da habe ich mir einen Kaffee zurecht gemacht. Da ist der Pool, da ist der leicht bewölkte Himmel, die Palmen von Gran Canaria. Und wie schon gesagt, ich lasse es mir jetzt einfach mal am Pool gut gehen. Heute Abend wollen wir ein bisschen in die Cita gehen, ein bisschen feiern. Wir waren gestern schon da und haben in dieser holländischen Kneipe sehr viel Spaß gemacht. Heute treten dort Live-Sänger auf und auch die werden wir einmal genießen. Und weil einige mir das sicher wieder nicht glauben wollen, ich werde jetzt gleich hier vor laufender Kamera in den Pool gehen. Ihr werdet also gleich meinen Alabasterkörper sehen und sehen, wie ich ins Wasser eintauche. Ich bin mir sicher, es gibt einige, die werden danach den Wunsch verspüren, sich die Augen aus dem Kopf zu reißen. Das ist mir ganz egal, ihr könnt ja ausmachen. Ich gehe jetzt schwimmen und ihr werdet live dabei sein. Ja, also ihr seht, ich war im Wasser drin, ich bin ungefähr 267 Runden geschwommen, habe das jetzt natürlich ein bisschen abgekürzt auf dem Video. Und das war eigentlich alles, was ich machen wollte. Wir sind noch bis Mittwoch hier. Wir werden die letzten Tage auf jeden Fall noch genießen. Ich weiß, dass ihr mir das gönnt. Bis denn, schöne Grüße aus Maspalomas, Gran Canaria. Und bei euch so? Ja, hallo Freunde, ich bin es, Andreas, und ich befinde mich hier gerade im Atlantischen Ozean, vor der Küste, vor Gran Canaria, und ich bin jetzt hier ins Wasser gegangen, weil ich gerne ein Urlaubsvideo machen wollte, in dem ich im Atlantischen Ozean vor der Küste von Gran Canaria bin. Ja, warum? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt einfach mal so die Idee gehabt, mache ich und spiele das dann auf meinen Status. Was ich sagen wollte, ist, das Wasser ist angenehm warm. Wir haben heute, glaube ich, den, ich weiß gar nicht, 26. oder 27. März 2024. Ihr seht, ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Und gleich werde ich noch mal kurz die Kamera umdrehen, damit ihr besser seht, wie der Atlantische Ozean vor der Küste von Gran Canaria aussieht. So sieht also jetzt der Atlantische Ozean vor der Küste von Gran Canaria aus. Da seht ihr ganz viel Meer und da ist noch mehr Meer und da irgendwo hinten sind auch noch Inseln und das ist dann jetzt der Strand von Playa
Montagna Arena. Ich kann da nicht so viel filmen, weil da liegen einige Leute mit ganz ohne Sachen. Das wollt ihr nicht sehen. Ihr wollt es sehen, aber ihr dürft es nicht sehen. Des Weiteren schicke ich jetzt einfach mal schöne Urlaubsgrüße aus dem Atlantischen Ozean vor der Küste von Gran Canaria. Bis dann. Ciao. Ja, moin Leute. Es ist heute scheißkalt auf Gran Canaria. Ihr seht also, ich habe eine dicke Jacke an und noch so ein Poncho über. Ihr seht, es ist total neblig und bewölkt. Es regnet zwischendurch. Das liegt aber auch in erster Linie daran, dass wir jetzt hier auf 1700 Meter Höhe sind und beim Roque Nublo angekommen sind. Der Roque Nublo ist eine faszinierende Sehenswürdigkeit hier auf Gran Canaria, die wir immer wieder gerne besuchen. Allerdings gebe ich zu, wir haben schon bessere Aussichten gehabt. Habe auch irgendwo auf YouTube oder so Filme eingestellt, auf denen man das besser sieht. Im Normalfall würde man dort hinten irgendwo den El Teide sehen oder das Meer. Aber heute ist es uns leider nicht gegeben. Da haben wir Pech gehabt. Das konnte man nicht wissen. Es ist aber auch so, dass dieser Felsen hier gefühlt über 300 Tage im Jahr in Nebel liegt. Das ist so ähnlich wie bei uns der Brocken. Ja, so würde er halt aussehen, wenn man ihn sehen könnte. Ich gehe da mal ein bisschen herum, damit ihr wenigstens einen kleinen Eindruck des Wanderweges bekommt um den Nublo. Man fährt hier mit dem Auto ungefähr anderthalb Stunden hoch. Dann läuft man noch mal ungefähr eine Dreiviertelstunde, war das schon, ziemlich steil bergauf. Und ist dann hier bei diesem Felsen mitten auf den Bergen. Wie gesagt, im Normalfall, wenn es nicht neblig ist, wenn es nicht bewölkt ist, sieht das alles schon ganz anders aus. Haben wir halt Pech gehabt. Schauen wir das nächste Mal, dass wir bei besserem Wetter hochkommen. Da steht meine Frau Petra, die steht vor dem Nublo. Und jetzt mache ich noch zwei Fotos von ihr. Okay, ich habe dann jetzt doch noch mal Glück gehabt und kann ihn jetzt doch sehen. Das ist dann doch ein ganz anderes Bild. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter ran, damit ihr den jetzt auch sehen könnt. Ich habe euch das ja versprochen, dass ihr den sehen könnt. Die Wolken sind gerade kurz weggegangen und aus diesem Grunde bin ich froh, dass ich ihn dann noch mal eben ein bisschen besser sehen und fotografieren kann. Ich mache jetzt einfach hier ein paar Fotos von mir und dann soll das reichen. Da ist der Ding sowieso wieder. Okay, ich habe dann jetzt doch noch mal Glück gehabt und kann ihn jetzt doch sehen. Das ist dann doch ein ganz anderes Bild. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter ran, damit ihr den jetzt auch sehen könnt. Ich habe euch das ja versprochen, dass ihr den sehen könnt. Die Wolken sind gerade kurz weggegangen und aus diesem Grunde finde ich froh, dass ich ihn dann noch mal eben ein bisschen besser sehen und fotografieren kann. Ich mache jetzt einfach hier ein paar Fotos von mir und dann soll das reichen. Da ist der Ding sowieso wieder.
Ja, moin Leute. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie unglaublich wenig Lust ich habe, morgen nach Hause zu fliegen? Also könnt ihr euch eine ungefähre Vorstellung davon machen, wie wenig Lust ich habe? Ich meine, heute war es ein bisschen bewölkt, es war nicht so ganz pollenheiß, aber es war immer noch T-Shirt-Wetter und ja, wir sind dann nochmal am Strand gewesen, nicht ins Wasser gegangen heute mehr, weil das wäre vielleicht ein bisschen frisch gewesen, aber egal. Ja, morgen geht es dann wieder nach Hause. Dann sind wieder die 12 Tage vorbei. Urlaub auf Gran Canaria. Tja, schade. Man sollte einfach hier bleiben. Machen wir vielleicht irgendwann mal. Bis bald, wieder zurück im hoffentlich warmen, sonnigen Deutschland. Bye.